Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Es ist Montag. Es ist dunkel, es ist kalt. So, meine Guten. Jetzt wollen wir mal starten. Richtung Berlin. Was ist denn hier mit dem... Na, da schauen wir mal, was das hier wird mit dem fremden Auto. Ach nee, das wird Zeit, dass meiner wieder fertig wird. Es wird echt Zeit, dass meiner wieder fertig wird. So, wir fahren natürlich gleich erstmal über Hermsdorf tanken. Ein Grad, es ist ganz schön glatt draußen. Ich bin vorhin ganz schön gerutschelt, wo ich hergelaufen bin. Ja, na gut, schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Lassen wir uns mal überraschen. Vor allem ist das eine neue Tour irgendwie zu Tesla hoch. Ich habe keine Ahnung, wie das da abläuft. Mir kann auch keiner was sagen. Wir werden sehen. Naja, gut. Erstmal langsam mit dem Auto hier vertraut machen, ne? Das ist ja hier wieder Neuland für mich. Ach, es wird Zeit, dass mein Langer fertig wird, dass ich meinen wieder krieg. Da weiß ich wenigstens, wo ich hingreifen muss. Gut, hier weiß ich es auch halbwegs. Das ist ja hier Mercedes. Da ist das noch okay. Schlimmer wäre, wenn ich jetzt Scania fahren müsste, aber mit Mercedes geht das schon. Aber ich muss mich trotzdem erstmal damit vertraut machen, was das Auto alles hat. Also auf jeden Fall hat es Spurassistent, das habe ich schon gesehen. Abstandsmessung, das weiß ich noch nicht. Ich kann hier jedenfalls nichts. Ich habe zwar den Sensor gesehen. Habe ich mir eingebildet, muss ich erst mal nachher mal im Hellen gucken. Aber ja, wie gesagt, müssen wir erst mal hier uns vertraut machen mit dem anderen Auto. Es ist eben, jedes Auto hat so seine Macken, ne? Meine Guten,
nach langer, langer Zeit wieder mal durch Plauen durch. Das war ja jetzt lange Zeit nicht möglich, weil ja die Straße da oben gesperrt war. Aber jetzt können wir wieder. Frosch im Hals. Ein Frosch im Hals, ein Frosch im Hals. Da knallt's. Ach, Montag früh schon wieder so einen blöden Sprüche. Ach, Leute. Sag mal, kriege ich heute nur rote Ampeln oder was? Das geht ja gut los, der Montag. Na komm, fahr. Das kann was werden mit dem fremden Auto. Ja, fremdes Auto, Mietauflieger. Würzburger Mietauflieger. Und schön vorsichtig müssen wir machen. Wir haben Minusgrade und es ist feucht. Sag ich nicht, ich krieg nur rote Ampel noch nicht. Jetzt wird sie grün. Schau an. Auf jeden Fall scheint der Auflieger eine Liftachse zu haben, die aber jedes Mal, wenn ich anhalte, runtergeht. Komischerweise. Das muss ich mir alles mal im Hellen erstmal richtig angucken, wenn ich nachher eine Pause, ich muss ja noch eine Dreiviertelstunde Pause machen. Und da gucke ich mir das dann erstmal alles richtig an, wie das funktioniert hier. Im Dunkeln sieht man ja da auch nichts. Auf unserem dunklen Platz. Auch Rettungsdienst. Ach, ist nicht immer der Rettungsdienst. Das ist ein Kelvin, sein Werkstattwagen. Ja, der Kelvin, der hat hier Abschleppdienst. Kelvin, die haben sich ja so einen alten Rettungswagen gekauft. So einen ausrangierten und haben den umgerüstet als Werkstattwagen. Das ist gar nicht mal so dumm. Kannst du ordentlich Werkzeug reinpacken, weil die ja für über 3,5 Tonnen zugelassen sind, die Rettungswagen. Ja, schon keine dumme Idee, würde ich sagen, ne? Auf nach Hermsdorf tanken.
das funktioniert schon mal. Aber irgendwie, weiß nicht, ich muss dann überhaupt mal gucken, ob ich mich da getäuscht habe mit dem Sensor. Also er zeigt hier keinen Abstand an, ne? Ist da ein bisschen flott unterwegs, mein Freund. Ich fahre hier schon 89 und er überholt mich noch. Einem Affenzahn. Naja, kennen wir ja das Spielchen. So, na gut. Hier war doch irgendwo das üble Loch. Sag bloß, das haben sie zugemacht. Nee. Zugemacht haben sie es nicht, aber ich bin langsam genug gefahren, damit wir nicht reingekracht sind. Der GLS-Platz sieht auch ganz schön schlammig aus, mein lieber Mann. So, Tankstelle ist frei, das finde ich gut. Hier steht der lange LKW startbereit. So, fahren wir gleich mal hier durch. Gleich mal hier durchfahren, die Pfützen sind gefroren, na toll. So, Freunde. Dann wollen wir mal tanken. Also bis dann. So, meine Guten. Gehen wir wieder auf die Reise. Jetzt schauen wir, dass wir nach Berlin kommen. Und abladen. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Hier ist Frost, minus 2 Grad. Ich habe mir erstmal schnell hier einen Kaffee geholt und trotzdem die Kaffeemaschine angeworfen.
fotografierst das Loch. Also hier kannst du wirklich nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren, ne? Schneller geht nicht. So, Freunde, sind wir doch gleich am Dreieck Potsdam. Da geht's Richtung Frankfurt auf die A10. Aber nicht Frankfurt am Main, sondern Frankfurt an der Oder. Hier rüber geht's nach Hamburg, Magdeburg. Und wir fahren hier so. Die fahren so und wir fahren so. Denke ich mir mal. Oh, hier geht's zum BER. Ja, genau, die fahren so den Bogen und wir fahren so den Bogen. Noch 80 Kilometer bis zum Ziel. Eine Stunde ungefähr. Müssen wir auch noch mal eine halbe Stunde Pause machen zwischendrin. Ja, das überleben wir auch. Und dann müssen wir gucken, was dann da los ist. Wie das dann da läuft. Und wie es weitergeht. Noch keine Info, in keiner Weise. Ich hoffe ja, dass ich dann noch eine Info bekomme. Gibt es hier eine Nachricht inzwischen? Nö. Alles rumänische Nachrichten. So, jetzt bleiben wir bei 10 Kilometer auf der Autobahn hier. So, Freunde. Nach langem Hin und Her habe ich jetzt die Firma gefunden. Ich bin jetzt hier ewig rumgerannt und habe gesucht, weil hier steht nirgends Tesla dran. Alles Mögliche steht hier dran, aber nirgends Tesla. Also bin ich hier erstmal um den Komplex rumgelaufen, habe alle möglichen Leute gefragt und man hat mir Auskunft gegeben. Ich bin hier zwar richtig, aber an der falschen Ecke. Wir müssen jetzt hier wieder zurück, dann da vorne wieder links und dann dort in der Einfahrt rein und dann uns anstellen hinter die anderen. Und dann stehen wir richtig. So, hier jetzt links und dann ganz hinter in die Einfahrt rein. So, wie sieht's aus, frei? Das muss man erstmal finden, ne? Das heißt nämlich ganz anders hier, ist aber Tesla drinne.
So, hier geht's rein. Das heißt nämlich hier SAS Interior Modules. So, und dann holen die hier einen nach dem anderen. Die stehen jetzt auch schon alle hier und warten. Dann holen die hier einen nach dem anderen rein. So, Freunde. Dann warten wir halt mal mit. Das ist wahrscheinlich alles noch im Bau befindlich hier. Schön, dass ich es gefunden habe. So, und hier in dem Ding steht nämlich eine ganz andere Adresse. Aber ich bin hier nach der Adresse gefahren, die hier drauf steht. Und da denke ich mal, das ist hier richtig. Tonnen. So, meine Guten, jetzt haben wir den Auflieger leer. Inzwischen ist mir mitgeteilt worden, dass ich den gar nicht hätte abladen sollen, sondern dass ich den hätte im Trailerjahr hinstellen sollen, was mir aber keiner gesagt hat. Ich habe den jetzt hier abgeladen an der Stelle, wo ich die ich auf dem Frachtbrief hatte. So, und das war jetzt wahrscheinlich irgendwie falsch, aber da hat mir keiner was davon gesagt. Und jetzt fahre ich erstmal ins Tesla-Werk zum Trailerjard und dann muss ich dort den Auflieger abstellen. Wo auch immer. So, jedenfalls muss ich jetzt hier wieder auf der Autobahn und eine Abfahrt zurück, haben sie gesagt. So, seht ihr die Bescherung. Eigentlich wollte ich noch bis Leipzig fahren. Aber ich befürchte, das kann ich mir abschmatzen. 4.30 Uhr, 5.30 Uhr, 6.30 Uhr, 7.30 Uhr. Naja, kann ich wohl knicken. Das kann ich wohl knicken bis Leipzig. Ach Leute, wo soll das noch hinführen?
Alter, das ist ein chaotisches Durcheinander, gefahre ich hier. Hier fährt jeder, wie er will. So nach dem Motto, keiner macht, was er soll, jeder macht, was er will, aber alle machen mit. Ah. Nee, da wird es nichts mit Leipzig heute. Kannst du knicken. Ich muss aber in Leipzig rein, weil ich da was abholen muss. Ach Leute, seht ihr das Elend? Hier geht's von drei Spuren auf eine. Und das mit 7 km/h. Nee. Sowas braucht man eigentlich nicht zum Feierabend, ne? Der Plan war eigentlich noch bis Leipzig zu kommen, aber jetzt habe ich den schon verworfen und ich würde sagen Rasthof Fläming. Und dann ist Pumpe. So, ne, ich würde sagen, wir gucken mal auf den Rasthof Michendorf. Es reicht für heute. Wir hätten jetzt noch eine Stunde, aber mit einer Stunde schaffe ich es wahrscheinlich eher nicht bis. Bis Fläming. Obwohl, ich könnte es schaffen. Ich denke, ich weiß es nicht. Wir gucken mal, wenn wir jetzt in Michendorf hier was finden, bleiben wir hier stehen. Es reicht für heute. Das ist nämlich noch ein ganzes Stück bis zum Rasthof Fläming. Das unten bei Niemek, also da haben wir noch ein ganzes Stück straff zu fahren. Also gucken wir mal hier. Wenn wir hier jetzt Platz finden, bleibt man hier. Wir fahren ja solo. Da können wir ja hier uns sonst wohin quetschen. Wir haben ja unseren Auflieger bei Tesla stehen lassen. Das war so eine Aktion da im Werk. Mein lieber Mann, ehe ich da gefunden habe, wo ich hin musste. Ha. Ich musste auf den Trailer-Yard, weil den morgen irgendein anderer Kollege mitnehmen muss. Warum auch immer, wohin auch immer, keine Ahnung. Und wir fahren jetzt nach Leipzig, holen dort noch was ab und dann fahren wir von Leipzig nach Bamberg. So, wie sieht es denn jetzt hier aus mit Schlafplatz? Dann fahren wir von Leipzig nach Bamberg, holen dort einen anderen Trailer, fahren nach Merane, laden dort Leergut ab und dann gucken wir, wie es weitergeht. So. Wirklich Platz ist hier aber nicht.
stehen ja hier schon überall am Rand. Hier würde ich einen Kollegenplatz wegnehmen, das ist auch scheiße. Ach, ich stelle mich hier hinter die Suchmaschine. Hier steht schon eine Suchmaschine. Da stelle ich mich dahinter. So, Freunde. Feierabend. Für heute. Genug getan. So, jetzt haben wir 14 Stunden Schichtzeit weg. Langt. So, meine Guten, Rasthof-Michendorf reicht. Hier beenden wir unsere kleine Rundfahrt. Unseren Trailer haben wir ja in Grünheide gelassen bei Tesla. Und wir fahren jetzt solo nach Leipzig. Und dann von Leipzig nach Bamberg einen anderen Trailer holen. Und jetzt machen wir hier schön Pause in Michendorf. Vor 7 ist in Leipzig eh keiner im Büro. Also reicht's, wenn wir hier um 5 losfahren. Freunde, morgen früh um 5 geht's weiter. Also in diesem Sinne, stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Gutes Nächtle und tschüss, bis morgen früh um 5. Gehabet euch wohl.